Im 17. Jahrhundert in Osteuropa, im damaligen Siebenbürgen, gab es eine große sabbatarische Bewegung, die an ihrem Höhepunkt mehr als 20.000 Unterstützer hatte, die in den Wäldern und Bergen lebten und lehrten. Die wahre Kirche kann ihre Herkunft über die sabbatarischen Wurzeln in Europa nachverfolgen bis zu der ursprünglichen Kirche in Jerusalem des 1. Jahrhunderts. Die wahre Kirche Gottes hat immer den Sabbat gehalten. Guten Tag, liebe Zuseher. Jesus Christus gründete seine Gemeinde am Pfingsttag 31 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung. Und er sagt in Matthäus 16 und in Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das bedeutet, dass die wahre Kirche immer existiert hat. In all den Jahrhunderten seit den Aposteln. Und sie hat immer den Sabbat und die Festtage Gottes, die heute allgemein als jüdische Festtage bekannt sind, gehalten. Schon im 5. Jahrhundert wurde ein Teil der Kirche im entlegenen Gebieten im östlichen Kleinasien, nahe dem Euphrat und in den Bergen Armeniens erwähnt. Diese Menschen wurden von ihren Zeitgenossen als Paulizianer bezeichnet. Im Jahre 1828 wurde das Manuskript eines alten Buches mit dem Namen Der Schlüssel der Wahrheit in Armenien entdeckt. Teile dieses Buches reichten bis 800 nach Christi zurück und geben uns einen Einblick in die Lehren der Paulizianer. Die armenische Gelehrte Nina Gassoyan schrieb in ihrem Buch, es würde dann so erscheinen, als seien die Paulizianer der überlebende Rest der frühen Form des Christentums in Armenien. Als sich das 17. Jahrhundert näherte, gab es wieder eine Zeit für das Aufleben einer sabbatarischen Bewegung in der Geschichte der Kirche Gottes. Bei dieser Bewegung gab es einige bemerkenswerte Männer, wie Oswald Gleit, Andreas Fischer und Andreas Össi. Ihr Wirkungskreis befand sich hauptsächlich in Deutschland, Polen, Ungarn, Teilen der Tschechoslowakei und Rumänien. Diese Männer lehrten die Einhaltung des Sabbats und der biblischen Festtage Gottes. Sie lehnten die Kindstaufe und die Dreieinigkeit ab. In Osteuropa, im damaligen Siebenbürgen, entstand unter der Unterstützung von Andreas Össi am Anfang des 17. Jahrhunderts eine Gruppe von Gläubigen, die den Sabbat hielten. Sie wurden Sabbatarier genannt. Am Höhepunkt dieser Bewegung gab es mehr als 20.000 Menschen, die in den Wäldern und Bergen in Osteuropa lebten und lehrten. Wie in einem Gute-Nachricht-Video mit dem Titel Der Sabbat in Geschichte und Prophezeiung berichtet wird. Andreas Össi, ein ungarischer Adeliger, veröffentlichte im späten 16. Jahrhundert Bücher und Traktate über den Sabbat und die biblischen Festtage. Man kann es nachlesen in Sabbatarier in Siebenbürgen von Dr. Samuel Cohn, damals Budapest 1894. Im 16. und 17. Jahrhundert, als in Europa die römische Kirche Andersgläubige, darunter auch Reste der Kirche Gottes, als Ketzer verfolgt hatte, wanderten viele nach Amerika aus und brachten so das Evangelium zuerst in den Norden der USA. Immer mehr Briten, Holländer, Schweden, Deutsche, Iren und Italiener wagten die Schiffsreise nach Amerika. Sie bestiegen die ersten Reisenden, die Mayflower, insgesamt 102 Personen am 16. September 1620 und wagten die Schiffsreise nach Amerika. Nach 66 Tagen
Am 21. November 1620 landeten sie im Cape Cod, im heutigen Massachusetts, und gründeten an der Ostküste zahlreiche Siedlungen, zum Beispiel auch in Rhode Island. Was können wir heute davon lernen? Wir können dadurch im Glauben und mit Zuversicht auf unsere heutige Zeit schauen und vertrauen, dass Jesus Christus auch heute auf seine Gemeinde einwirkt und uns hilft, das Evangelium zu predigen, wie und wo Jesus Christus es möchte. Die Aposteln haben die Aufgabe erfüllt, die ihnen Jesus Christus gegeben hat. Jesus sagte seinen Jüngern auch in Matthäus 28, Vers 20, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Heute sind die ersten Jünger schon tot, aber ihr Auftrag geht weiter, bis Jesus Christus wieder zurückkehrt. Jesus selbst gab uns die Gewissheit, dass seine Kirche trotz vieler Anfechtungen und Verfolgungen durch die Jahrhunderte bestehen bleiben wird. Jesus sagte, dass die Pforten der Hölle seine Kirche nicht überwältigen werden. Und es gibt Hinweise und Merkmale auf die Erkennungszeichen, an denen man sie erkennen kann. Die wahre Kirche Gottes existiert auch heute noch. Und sie hält den Sabbat und die Festtage Gottes, so wie damals die Apostel. Und sie wird bestehen bleiben bis zur Rückkehr Jesu Christi. Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen wollen, dann können Sie unsere kostenlose Broschüre Der biblische Ruhetag, Samstag oder Sonntag bestellen, sowie die Broschüre Gottes Festtage, der Plan Gottes für die Menschen. Oder Sie können sich diese Broschüren auch auf unserer Webseite herunterladen. Wenn Sie mehr über Gott und das Weltgeschehen aus einer biblischen Perspektive wissen möchten, dann können Sie auch unseren Kanal abonnieren. Auch Sie können Ihren Glauben in Jesus Christus setzen. Er wird sie zur wahren Kirche führen, die den Sabbat hält und die Festtage Gottes. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.